Ja. Lass uns beginnen. Am Anfang die Lockerungsübung, die kennt ihr schon. Ansonsten, wenn ihr nicht kennt, macht sie einfach mit. Danach können wir viel besser sitzen. Also erstmal dieses Schließen, Öffnen. Ja, nochmal ausatmen dabei und einatmen. Und das Becken geht vor zurück, der ganze Rumpf macht das mit. Ein, aus. Das ist auch schon eine Atemübung. Ja, okay, mal die Fußgelenke. Ruhig, kräftig. Den ganzen Fuß. 10. Mal ein bisschen jung schon. Sprudelnde Quelle, Niere 1. Ja, die ist hier. Bisschen die Wade öffnen. Die andere Seite. Ein bisschen, ne? Ist gut. Mal lösen die Knochen. Okay, Jungschwanz so ein bisschen. Und mal ausschütteln. Könnt ihr auch beide gleichzeitig. Und mal. Vorm Zentrum, das Knie. Jetzt mal die Kniekehle schön flach auf den Boden bringen. Ferse kann so ein bisschen nach vorne gedrückt. Nehmt einfach so die Füße wie so ein Buch, das ihr aufklappt. Erstmal rausstrecken. Knie nach unten, so weit ihr kommt. Und dann versucht mal nach vorne vom Becken aus. Bisschen Luft zwischen die Fersen bringen. Spitzen Fuß ein bisschen denken. Und dann die Innenrotation. Macht das ruhig aktiv, dass sich hier diese Innendrehung, die Muskeln so ein bisschen aktiviert, die ihr gerade auch gedehnt habt. Und dann, soweit ihr kommt, locker über Kreuz, ihr müsst nicht strecken. Lockere Sache. Soweit wie jeder kommt. Dann nochmal vorne. Und mal über Kreuz. Gerade. Nochmal locker. Und dann wie so ein Baby den Unterschenkel und alle möglichen Bewegungen, Richtungen mal ausprobieren. Dann entweder unten hinlegen oder in die Leiste. Schaut, dass Oberschenkel, Unterschenkel zusammen, parallel sind, aufeinander sind, dass da nicht wenig Luft im Knie ist, ne? Sonst hebelt ihr das Knie eher raus.
Okay. Und dann mal zur Seite. Auch müsst es nicht durchstrecken. So weit wie es geht. Ja, okay. Die haben das. Schneidersitz oder so, halben. Gut, muss man auch durchstrecken. Oh. Knie fassen. Und einfach die Atmung in den Rücken wirken lassen. Schön ausatmen. Nochmal regeln. Okay. Und mal die Beine öffnen. Locker, wie weit ihr kommt. Die andere Seite mal hochlegen, das andere Bein. Und nochmal regeln. Nochmal öffnen. Ja, vorsichtig zusammen. Vordere Seite. Einfach die Knie und Hände. Wenn ihr die Daumen und die Hände so ein bisschen nach hinten dreht, dann habt ihr die Dehnung des Lungenmeridians auch nochmal ganz deutlich. Ja. Und einfach Hände und Knie in die Erde denken, das hebt einen dann raus so leicht. Muss nicht weit sein, nur ein bisschen mit dem Becken. Aus, ein, aus. Mal das Becken bewegen. Okay. Und nochmal die Schlüsselbeine. Macht ein bisschen das Hohlkreuz dabei begradigen, so ein bisschen. Dass ihr es nicht aus dem Hohlkreuz macht. Mal Kinn zur Decke dabei. Kinn mal aufs Brustbein dabei und die Schultern noch mehr nach hinten. Okay. Lockern und dann in die Hocke gehen. Auch regeln. Versuchen mit einerseits mit den Fersen in den Boden zu gehen, zum Boden und mit den Händen vorne was zu greifen, zu erreichen. Auch mal die Handflächen dabei nach oben drehen. Okay. Und dann könnt ihr euch schon noch auf dem Kissen absetzen. Und nochmal den Po nach unten. Regelt euch mal schön raus und ganz locker die eine Seite. Öffnen, beatmen. Probiert unterschiedliche Positionen aus. Mal mit gestrecktem Arm, mal ein bisschen mit den Ellbogen betont. Okay, und locker weich. Die andere.
schön lang. Mal drehen, versucht gerade zu bleiben, dabei die Wirbelsäule nicht zu verschieben, sondern gerade, ganz vorsichtig. Schultern nochmal senken, Kopf, Kinn leicht ran, Kopf hoch. Und dann auch noch den Kopf, Nase und die Augen drehen. Und lösen wieder weich. Okay. Und mal einatmen. Wie so eine Marionette in den Ellbogen. Oh, Gesicht. Kiefer, Zunge. Ein und aus. Nochmal die Ellbogen nochmal in alle Richtungen. Schön frei machen. Raus, ganz angestaut, Stress aus den Schultern. Okay, und dann mal ausstrecken. Hinten, seitlich, vorne. Mal den Ohren auch mal ziehen, in den Ohrläppchen so ein bisschen runterziehen. Arme. Unteren Rücken, aus dem bis in die Füße. Nochmal. Okay. Ja. Jetzt seid ihr hoffentlich etwas warm. Der Puls ist etwas erregt, das ist auch gut so. Gleich könnt ihr beobachten, wie er sich wieder beruhigt, das System. Der Puls, die Atmung, wie sie sich verändert.